Warum tiergestützte Logopädie? Da möchte ich am liebsten ein Beispiel zu erzählen. Es war ein 5-jähriger Junge, der das erste Mal zu mir zur Diagnostik kommen sollte und seiner Mutter schon im Auto versprochen hatte, mit mir, fremder Person, kein Wort sprechen zu wollen. Als ich die Tür aufmachte und den Jungen hereinbitten wollte, sah ich auch ein sehr verkniffenes und entschiedenes Gesicht, hatte aber das Glück, dass der Hund um die Ecke lugte und der Junge sofort begeistert war und das Eis geschmolzen ist. Unser Paulchen ist der beste Co-Therapeut, den man sich wünschen kann. Er ist ein nicht haarender und absolut liebenswerter kleiner wuschiger Kerl, der das Eis immer zum Schmelzen bringt und mir dabei hilft, dass kleine und große Patienten in der Therapie kaum merken, um was es eigentlich geht. Unser Paul ist so niedlich und begeistert die Patienten so sehr, dass wir sogar auf unserer Internetseite einen Bildschirmschoner zum Herunterladen installieren mussten. Wir sind immer wieder froh, dass er da liegt und schnarcht. Guck mal hier, da hat ein bisschen Fell.